Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Mumie 1. Wir sind hier stehen geblieben in der Kammer des Schreckens. Nein, in der Kammer von dem Ägyptener Cave Chamber. Wir suchen jetzt immer noch nach den restlichen zwei Fragmenten, ne? Um die Secret Chamber aufzubekommen. Wo ja schon Evelyn am Warten ist auf uns. Und okay. Kampfmusik. Oder ist schon der nächste Tor? Verschnitt. Okay, die hatten echt nicht viel aus, aber die sind so. Die haben mich gekillt. Ja gut, das war jetzt echt läppisch von mir. Ja, Leute. Ich nehme ja alles hier am Stück auf, ne? Von daher kann ich nicht auf eure Kommentare eingehen. Von daher mache ich mal so. Gucke so. Was ihr nicht sehen könnt, aber. Warum alles von vorne spielen? Schnell hoch hier. Und hoffen, dass hier irgendwas drin ist, was geil ist. Ja, Munition. Die kann ich gut gebrauchen, ne? Weil die halten ja nicht viel aus. Von da können die eigentlich auch so killen. Mit meiner Machete. Weil da jetzt Schüsse zu verschwenden wäre eigentlich dämlich. Weil halt eben nur drei Schläge aushalten, ne? Von daher kann ich ja kurz auch die Machete auspacken, ne? Und auf Jason Voorhees tun, ne? Und meine Opfer hier niederstrecken, ne? Auch wenn sie eh schon tot sind. Ich tue denen damit, glaube ich, nur einen Gefallen, ne? Dass ich ja deren Leben beende. Tue. Deutsch kann ich gut. Ja komm, ein Leben als Mumie ist, glaube ich, auch nicht das Geilste. Und auch nicht so chillig, glaube ich, hier in den Caves. Weil hier haben die nur sich. Was eigentlich auch wahrscheinlich echt Spaß macht, wenn ich hier wahrscheinlich irgendwelche Mumien-Raves starte, ne? Also, welche Mumie würde ich machen? Aber, ja, die können hier sonst nichts machen, so, ne? Aber wie viele kommen hier? Wollen die mich irgendwie verarschen? Ach, guck mal, da ist ja noch einer. Geht doch. Okay, die wollten wirklich von mir, dass ich echt alle kille. Was uns ja schon letzte Folge aufgefallen ist, dass sie ja wirklich hier wollen, dass wir. Okay, die geht mir noch nicht auf. Eventuell auch gar nicht, aber ich glaube noch nicht. Ist mir ja schon letzte Folge aufgefallen, dass die wollen, dass wir hier jeden abschlachten, ne? Damit wir. Meine Nase, Alter! Damit wir hier weiterkommen, auf jeden Fall. Im Game. Okay. Hier scheint es eher ruhiger zu sein. Das ist schon mal sehr schön. Okay. Feine. Ja, toll. Die nächste Tür hinter uns zugefallen. Auch wenn es letzte Folge ja Steine waren, die hinter uns wohl noch gekracht sind. Okay, ich glaube, das ist, glaube ich, mein Rückweg. Die Türen, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Gehen wir mal weiter hier, ne? Okay. Ein Rätsel. Ja, wow. Das ist ja mal mega das Rätsel. Einmal umdrehen und fertig. Richtig kreativ, die Menschen gewesen früher. Richtig kreativ. Moment. Ist hier eine Wand, die aufbricht? Okay, da kommt kein Zombie raus. Sah jetzt ein bisschen danach so aus, dass da irgendwas rausgebrochen kommt. Jump, Crouch. Wir können crouchen? Okay, Minigame. Incoming. Oh, wir können uns sogar bewegen. Ne? Oh, okay. Der Spring hat ein bisschen Delay. Aber komm. Wahrscheinlich kommt gleich ein Wasserfall. Ich sehe es doch schon. Kommen! Man kann dagegen hauen. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Werde ich mir merken. Ne? Für die nächste Wildwasserbahn. Spaß. Für die nächste Wildwasserbahn Spaß, genau. Bin verwirrt. Okay. So. Hüp. Ja, Rick. Schlag die Wand. Ach, Leute, ich schon auf? Nee, bin ich dämlich, Alter. Danke, Rick. Deine Aggression kannst du an den Zombies. Den Mumien. Wow. Einfach nur wow.
einen Mumien rauslassen und nicht gegen die Wand hier. So. Auf in die nächste Runde. War schon interessant und irgendwie auch schon geil, dass hier solche Minispiele drin gibt. Weil da, ich würde das schon als Minispiel auf jeden Fall zuzählen lassen. Ah, ich habe X gedrückt. War das dämlich, Alter. Shit. Okay. Zwei Leben noch. Es wird langsam kritisch, Leute. Langsam wird kritisch. Ich guck mal speichern hier. Bei meinem Talent würde ich sagen, ich werde gleich schon wieder verkacken. Das kann ich ja gut, wie es wohl aussieht. So. Und in die nächste Runde. Aber diesmal sollte ich das schaffen. Okay, hier ist crouchen. Merken. Einfach nur merken. So schwer kann es ja nicht sein eigentlich. So schwer. Okay, ich kann auch während dem Springen und Interagieren, ne? Oder crouchen auch. Mein Boot auf jeden Fall lenken, ne? Ich hab doch nach links gedrückt. So. Vielleicht soll ich speichern, während ich die schon gemacht habe, ne? Damit wir die jetzt nicht immer wieder drehen müssen. Wäre eventuell schlauer. Alter. Glück ist ein Jedi, Alter. Er hat die Macht. Alles klar. Wann bekommen wir unser Laserschwert? Hätte ich auch gerne. Speichern kurz. So. Nicht vergessen, Fierk ist Ducken, Kreis ist Springen. So schwer kann es ja nicht sein, eigentlich so schwer. Aber das Linken ist halt ein bisschen kack jetzt. Weil es immer ein bisschen verzieht nach links. Wahrscheinlich hat das Kreis! Fuck, springe! Ich hab's viel gelabert. Ich kann beim Labern nicht hocken, Mann. Warum let's play ich überhaupt? Stimmt, aus Langeweile. Und für den Spaß. Have fun, Leute. Have fun. So. Und ich halte mal kurz meine Schnauze einfach. Ja. Hat ja geklappt, ne? Wie kann sowas so schwer sein? Wahrscheinlich haben sich die Entwickler auch nicht gedacht, dass man so, so oft daran verkacken kann. Ne? Aber das Boot hat halt einfach eine Linie, die es halt durchfährt. Und dadurch... ja, tut halt immer nach links oder rechts. Man sieht es ja, glaube ich, auch. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Ich glaube, da war ein Grafikfehler, glaube ich. Okay, merken wir uns. Denken wir uns einfach, dass da gleich was fehlt. Müsste ja eigentlich springen sein, was da fehlte. So wie es aussah irgendwie. So, gleich wieder springe. Nein! Warum springe ich überhaupt nochmal? Weil ich dachte, ja. Weil ich dachte, dass da noch ein Grafikfehler kommt, aber. Nee, da kam ja offensichtlich nicht. Okay. Können wir auch mal rausschneiden, die Scheiße gerade, aber beim Rausschneiden, wenn ich so einfach mehr Content habe, mit Failen einfach. Wo wir sagen, wir haben es eh gleich wahrscheinlich geschafft. Sehr wahrscheinlich. So. Bitte sei Ende. Oh, Dankeschön. Immer schön durch die Haare gehen. Okay, Leute, hier muss ich safen, weil das will ich nicht normal machen, ne? Darauf habe ich really keinen Bock drauf. Ohne Shit. Hier ist ein Schwert, bitte. Geht's irgendwo hoch? Ah, sieh mal an. Auf jeden Fall, Leute, die Steuerung des Spiels ist echt ein bisschen crappy, aber ja. Nur so geben, mir gefällt es bisher echt ganz gut. Also besser als so gedacht, weil ja, ich hab's mal angeschaut bei YouTube, wie es aussieht so bei so einem Longplay. Aber ja,
Wenn ich nicht mal Longplay, es war einfach nur, oh Gott, ein Ausschnitt gewesen vom Spiel. Oh mein Gott. Weil das jetzt nicht so viele bisher gespielt haben, das Spiel. Wahrscheinlich wissen die meisten auch gar nicht, dass es jemals rauskam, zum ersten Teil, so ein Spiel. Aber naja, Leute, ne? Naja. So ist es halt manchmal eben. Ach, guck mal. Da sind doch Imochaps Diener. Okay, wie macht ihr das, ist die Frage. Einfach draufhauen und immer drüber zum Scheiße, oh mein Gott. Okay, wie machen wir weiter? Die tun wir mal nicht bekämpfen einfach. Okay, nehmen, umdrehen. Haben wir das eingesammelt überhaupt? Okay, haben wir. Und hier rüber. O'Connell, danke. Oder, oh nein, sag nicht, wir müssen die bekämpfen. Das wird, glaube ich, nicht so cool. Okay. Erster Hit war meiner. Okay, wir müssen hier ein bisschen taktisch vorgehen. Können die eigentlich sterben? Weil im Film kann man die ja nicht killen, außer mit dem Buch der Toten. Meine ich? Ja, mit dem goldenen Buch. Da war ja das Buch der Toten, ne? Dreh dich um, O'Connell! Weil die waren ja vertauscht gewesen, ne? Weil das Dunkle war ja Buch der Lebenden, ne? Das Goldene war ja Buch der Toten, ne? Eigentlich ganz cool, dass ihr so gemacht habt. Wenn ich Scheiß erzähle und ich mich vertue, dann sorry, Leute. Sorry, Bros. Aber habt ihr Filme schon länger nicht mehr gesehen? Schon wirklich echt lang nicht mehr, glaube ich. Na gut, ein Jahr höchstens. Geht noch. Weil ich muss zugeben, ich bin schon ein bisschen Fanboy von den Filmen so. Allein wegen Britton Fraser, der Hauptcharakter, der Rick O'Connell spielt. Okay, wohin muss ich jetzt? Ach, lol. Moment mal. Flamme. Meine Flamme ist hier. Und Leute, ich merke gerade, es wird wahrscheinlich immer zum Running Gag einfach. Ich habe schon wieder vergessen, mir den Timer zu stellen, obwohl mein Handy neben mir liegt mit einem Timer, der nachher nicht an ist. Ha! Ja, schon behindert. Aber naja, schon dämlich, eher gesagt. Oh Gott. Da war knapp. Na, okay. Ich verstehe, was sie von mir wollen. Wie viel Muni haben wir? 82 Munition. Das ist echt nicht so wenig, Leute. Das ist geil. Das ist sehr gut. Oh, für die nächsten Schildtypen können wir die eventuell mal benutzen. Eventuell, falls uns die uns hart zurichten sollten, ne? Weil eigentlich klappt das ja mit dem Schwert ganz gut bisher. Oh Gott, in die Muni, Rick. Und dann geh runter. Schnell. Danke. Okay. Oh Gott. Die Kamera. Weiß die Kamera. Ist das Spiel leckt. Ich glaube, da kommt von meiner Aufnahme. Ja, bei Shadowplay irgendwie bei nur bei der PS1 Demo. Demo, da jetzt schon. PS1 Emulator. Über den PS1 Emulator fängt. Oh Gott. Mein Brain, Alter, ist so auf K gerade. Fängt mein Shadowplay an zu laggen irgendwie und zu ruckeln. Ne? Das ist schon ein bisschen belastend, aber ist ja zum Glück nicht durchgehend so. Rick, mach die Scheiße auf. Das müsste eigentlich jetzt der letzte Dings drin sein. Ne? Nicht der letzte, der vorletzte. Okay, nochmal dran gehen. Rick? Oh, Connor. Marco speichern. Warum geht das jetzt nicht? Was tue ich hier falsch machen? Von der Seite vielleicht? Sag nicht, das Spiel ist verbuggt. Da wäre richtig ärgerlich jetzt. Das wäre richtig scheiße jetzt. Okay, Klippe, Klippe. Leute, eventuell tue ich das jetzt hier gerade rauscutten, ne? Okay. Feuer. Nehmen wir mal kurz Feuer in die Hand. Dass irgendwie was nützt. Auch wenn das jetzt mir nicht erschließen würde, warum ich dafür eine Fackel bräuchte. Nee. Tut mir auch nicht erschließen so. Deutsch. Auf jeden Fall. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Leute. Das ist auf jeden Fall wahr. Obwohl ich das mein Leben lang schon spreche, aber naja. So. Leute, ihr meldet mich gleich zurück. Oder so.
ne? Oder? Der Part ist... Na, bis gleich, Leute, bis gleich. Ja, Leute, willkommen auf jeden Fall hier zurück. Ich habe mir eine neue Version geholt des Spiels, weil die alte hat nicht mehr funktioniert. Das war ein bisschen sehr belastend und sehr mies. Und ich hoffe einfach, dass es geklappt. So, ich hab's gehofft, ne? Es hat nachher jetzt geklappt, sonst wäre ich jetzt nicht hier vor dem Sarg. Weil ich weiß, dass es halt weiter geht jetzt. Ich habe das mindestens jetzt 3 bis 4 Mal nochmal hier hingespielt komplett. Also 3 Mal das Level hier allein schon. Und das war echt nicht so geil. Aber dafür haben wir jetzt, glaube ich, so mehr Schüsse übrig. Dafür weniger von denen. Weil die sind schon echt OP, die Dinger. Weil solche Diener von Imhotep einfach mit einem Schuss halt killen direkt. War schon ganz geil. Das aber kommt, oder? Der Part ist eh gleich vorbei. Von daher kurz mal weiter hier im Programm. Ja, endlich das zweite Fragmentstück erhalten, ne? Ich bin so froh, ne, dass das Spiel jetzt nicht so hardcore verbuggt ist einfach und dass ich es dann doch nicht weitermachen kann, ne? Und das war ziemlich... Okay, Moment. Ja, okay, 4 Lives haben wir noch, das ist sehr gut. Das wäre ziemlich belastend und ziemlich scheiße einfach, wenn ich das jetzt abbrechen hätte müssen, ne? Und es gar nicht hochladen hätte können überhaupt. Das wäre echt kacke gewesen, ne? Aber Glück gehabt, würde ich mal sagen. Und jetzt bin ich gespannt. Ja gut, wahrscheinlich wird jetzt nur das Ebi Evelyn sagen. Ja, hol das nächste Teil, Dankeschön. Bis nachher. Here, I found another piece. Oh, well done. Now let's see what this does. All we need is that final fragment. Ja, was wir brauchen, ist das finale Teil. Und das werde ich auch holen, Leute. Auf jeden Fall, dann bin ich gespannt, was hier nachher alles kommt. Ja, gut, wir sind eh noch hardcore am Anfang, glaube ich. Was ist denn hier hinten überhaupt los? Okay. Ein Camp. Hätte ich mir denken können, ne? Ja. Okay, Leute. Das nächste Fragment werden wir in der nächsten Folge uns beschaffen. Weil die Folge geht ja auch schon jetzt knapp über 15 Minuten, ne? Muss ja nicht jede Folge fast 30 Minuten lang sein. Und ja, würde sagen, Leute, bis zum nächsten Part. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, was ihr so wollt. Und ja, ciao.